Jesus spricht über die goldenen Jahre und den besten Wein. 19. August 2016. Worte von Jesus an Schwester Claire. Übersetzt und gesprochen von Jackie. Möge die süße Gegenwart unseres Herrn Jesus mit uns allen sein. Der Herr hatte etwas Interessantes zu sagen. Als ich ins Gebet kam, sagte ich, Herr, werde ich lauwarm, da ich mich so absolut flach fühlte. Und er sagte, nein, du bist nicht lauwarm, aber du könntest es werden. Ich dachte, oh nein, das will ich nicht. Was ist denn los mit mir? Er antwortete, keiner sagte, dass Leiden einfach sein würde. Du wolltest für Donald Trump beten. Da gibt es ein Preisschild auf solchen Bitten, meine Liebste. Ich weiß, dass du schwach bist. Ich halte das nicht gegen dich. Ich fühle mit dir und ich sorge mich um dich, Claire. Ich kenne deinen Rahmen. Du würdest es lieben, es mit der ganzen Welt aufzunehmen, bis du die Kosten dafür herausfindest. Nur ich war in der Lage, es mit der Welt aufzunehmen, Liebste. Diese schmerzlichen Abschnitte werden nicht lange dauern, wenn du es einfach mit mir erträgst. Während jenen Zeiten werden die Früchte wunderbar sein. Du warst der Welt ein Kreuz für diesen Mann zu tragen. Du bist Teil einer Gruppe, die ihr Kreuz tragen, und ich werde euch stärken. Obwohl es nicht einfach ist, wird es nicht jeden Tag Leiden bedeuten. Was sage ich deinen Herzbewohnern, Herr? Weil ich ein paar Mal verpasst habe, eine Botschaft zu übermitteln? Er antwortete, Ehrlichkeit ist die beste Strategie. Sage ihnen, dass du mehr auf dich genommen hast, als du verarbeiten konntest, um gleichzeitig noch eine Botschaft herauszubringen. Sei immer ehrlich, sie werden es verstehen. Da gibt es ein Preisschild auf der Fürbitte. Ich habe euch das zuvor gelehrt. Und sie werden die Probleme verstehen, welche durch die Fürbitte entstehen. So viel Inspiration geht verloren, weil dies nicht gelehrt wird. So viele Male werden die Seelen entmutigt, weil sie krank werden oder nicht tun können, was sie fühlen, dass es ihre Aufgabe sei für mich. Das ist auch ein Leiden in sich selbst, ein großes Leiden. Ja, ich fühle mich richtig schlecht, Leute, wenn ich einen oder zwei Tage verpasse. Es ist schrecklich. Er fuhr weiter. Doch wenn diese Lasten sich auflösen, gibt es genug Zeit, weiterzumachen und zu beenden, was für mich und mit mir begonnen wurde. Meine heutige Botschaft handelt von diesen freiwilligen Leiden und den Preis, den sie mit sich bringen, um die Berge zu versetzen. Und die Drohungen gegen diesen Mann sind Berge. Nichtsdestotrotz, weil meine Bräute treu sind im Beten, werden diese Drohungen abgewendet werden. Ich möchte nicht, dass sie entmutigt werden oder dass sie ignorieren, dass jedes kleine oder große Kreuz eine Belohnung mit sich bringt. Genauso wie mein Kreuz die Erlösung der Menschheit herbeiführte und sie von ihrem sicheren, dunklen Schicksal errettete. Genauso sicher, wie das geschah, so gibt es Belohnungen für jene, welche diese Schmerzen und Unannehmlichkeiten tragen. Da gibt es nichts Entmutigenderes, als sich nutzlos zu fühlen
und ohne eine Aufgabe. Es ist so verlockend zu denken, dass Menschen, die bettlägerig oder behindert sind, keinen anderen Zweck im Leben haben, als dort zu liegen und zu verfallen. Ich habe es so arrangiert, dass je älter ihr werdet, je näher ihr dem Himmel kommt, dass die Geschäftigkeit der täglichen Aufgaben von euch genommen sind und andere im Gegenzug jene Last auf sich nehmen. Ihr wiederum seid frei, euch in die Geheimnisse und Schönheiten meines unergründlichen Willens zu vertiefen und in eine Beziehung mit mir, die tiefer ist als jemals zuvor. Wie wunderbar es ist, so viel freie Zeit zu haben, für mich. Doch so wenige verstehen die späteren Jahre ihres Lebens. Oftmals sind sie so gefangen in der Entmutigung ihres Versagens und sie können nicht über die Vergangenheit hinaussehen. Eine gewisse, gesunde Überzeugung ist etwas Gutes. Von einer sogenannten Wertlosigkeit herumgestoßen zu werden, jeden Tag, das kommt nicht von mir. Vielmehr habt ihr jetzt die Fähigkeiten und die Zeit, auf die Welt zu blicken als jemand, der nicht mehr in ihr strebt. Von diesem Ort aus könnt ihr jetzt für eure Kinder beten und für jene um euch herum. Endlich seht ihr das Leben, wie es ist. Ihr seht die Eitelkeit und das Jagen nach dem Wind und wie absolut sinnlos das Streben nach Stellung, nach Schönheit und Dinge zu besitzen in Wirklichkeit ist. Doch ich bin betrübt über jene, die nichts anderes sehen können, als dass ihr Leben vorbei ist. Sie stecken fest in dieser Perspektive und sehen all die Möglichkeiten eines sinnvollen Lebens um sie herum nicht. Wenn diese Zeit richtig angegangen wird, kann dies die erfüllendste Zeit eures Lebens sein. Servierte ich nicht den besten Wein zuletzt? Ja, da gibt es eine tiefere Bedeutung darin, als ihr sie für euer Leben wahrgenommen habt. Einige von euch, meine Bräute, haben lieber die weltliche Sichtweise der Ausweglosigkeit eurer späteren Jahre angenommen, als es als eine goldene Chance anzusehen, mir zu dienen. Wie wunderbar es ist, einen Auftrag aus dem Himmel zu bekommen, wenn die Weisheit der Jahre auf ihrem Höhepunkt ist. Ich will, dass ihr versteht, wie einflussreich ihr jetzt seid. Es ist nicht, wie es war, als ihr jünger wart und so eingehüllt in die Aktivitäten der Welt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, von den Forderungen der anderen Abstand zu nehmen, um Aufträge aus dem Himmel anzunehmen. Jetzt habt ihr mehr Macht und Geschick, andere zu berühren, als jemals zuvor in eurem Leben. Ihr seid weit davon entfernt, nutzlos zu sein. Satan hat es wieder geschafft, jene letzten Jahre als Verschwendung von Zeit und Geld herabzustufen. Aus Sicht der produktiveren Menschen der Gesellschaft, weil ihr sehr bedrohlich seid. Eure Erfahrung und Fähigkeit, Situationen einzuschätzen, ist sehr bedrohlich und der beste Weg, euch davon abzuhalten, jenes Talent auszuüben, ist, euch zu überzeugen, dass ihr nutzlos seid. Besagt mein Wort nicht, dass Weisheit mit dem Alter kommt? Nein, ihr seid in ein Leben übergetreten, das über das Beschäftigtsein hinausgeht, und ihr seid jetzt ausgestattet, um für die jüngere Generation Fürsprache einzulegen und ihnen mit Weisheit zu dienen. Was für eine Tragödie es ist in eurer Kultur, dass das Alter und deren Weisheit und Fähigkeit nicht geschätzt wird, um die jüngeren Leben zu führen. So viel ging verloren in eurer Kultur,
weil er es zu einer Kultur der Jugendlichkeit und des finanziellen Gewinns umgestaltet habt. Wenn jene Möglichkeiten zu Ende sind, ist nichts mehr übrig und ein nagendes Gefühl des Versagens und der Wertlosigkeit überfallen die Opfer und lassen sie als Häufchen zurück, um alt zu werden, zu verfaulen und zu vertrocknen. Wenn sie effektive Gebetsfunktionen ausüben und für die jüngeren Generationen einstehen und sie beraten und führen könnten, das ist die Schönheit von diesem und anderen Kanälen. Die Älteren sind hier, um Fragen zu beantworten, um zu beten und zu ermutigen. Wie wunderbar ist das denn? Viele hatten keinen Zugang zur Weisheit von Älteren im Aufwachsen und jetzt erkennen sie nicht, was für ein echtes Geschenk sie sind für die jüngere Generation. Das war das Ende seiner Botschaft. Wisst, dass der Herr euch ermutigt, eure Gaben zu nutzen auf der Fähigkeitsstufe, welche euch zur Verfügung steht. Besonders die Älteren unter euch. Und wenn ihr jemanden kennt, der älter ist, bezieht sie mit ein und zeigt ihnen, wie das mit dem Internet funktioniert. Also bitte, ihr Lieben, nutzt die Zeit richtig, die euch bleibt, und wisst, dass jene von euch, die älter sind, der jungen Generation viel zu geben haben. Stellt euch ihnen zur Verfügung, hört auf ihre Herzensschreie und denkt zurück an die Zeit, als ihr die gleichen Probleme hattet. Tut euer Bestes und antwortet ihnen und betet für sie. Und hier noch eine kurze Herzensbitte von meiner Seite. Von Jackie. Auf diesem Kanal gibt es ganz viele Möglichkeiten, dies zu tun. Leider mussten wir die Kommentare ausschalten, weil uns ganz einfach die Zeit fehlt, alle Fragen ernsthaft zu beantworten. Wir haben viele Menschen auf diesem Kanal, welche gerne Fragen stellen und darauf ernsthafte Antworten bekommen würden von jemandem, der dem Herrn hingegeben ist und seine Lehrgänge auf diesem Kanal liebt. Aber dafür brauchen wir engagierte Schwestern und Brüder, welche schon für eine Weile mit uns sind und das Werk des Herrn auf diesem Kanal erkannt und die meisten seiner Botschaften angehört haben. Wenn du dich angesprochen fühlst und dir vorstellen könntest, dem Herrn und deinem Nächsten auf diese Weise zu dienen, lass es uns bitte wissen hier unterhalb in den Kommentaren. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und wir suchen auch immer noch Übersetzer und solche, die ihre Stimme leihen möchten, um dem Herrn und den Brüdern und Schwestern ihres Landes zu dienen. Bitte besuche dafür unsere Webseite jesus-comes.com. Der Herr segne euch alle, ihr lieben Herzbewohner von Jesus. Danke fürs Zuhören.